Ihr wollt wissen, wie ich diesen Adventskalender gebastelt habe? Dann bleibt jetzt einfach dran. Ich möchte mit euch heute mit diesem Hirsch beginnen. Das wird ein Adventskalender. Als erstes grundiere ich den einmal weiß. So, jetzt habe ich den Hirsch weiß grundiert. Vorder- und Rückseite. Und jetzt gestalte ich den Hirsch mit dieser Serviette. Dazu reiße ich die Ecken ein bisschen ein, damit die Übergänge nachher nicht so zu sehen sind. Das mache ich rundherum. Jetzt nehme ich die oberste Lage der Serviette. Die Serviette hat ja drei Lagen, wie ihr vielleicht schon wisst. Dann verteile ich ein bisschen Serviettenkleber. Und trage auch von oben den Serviettenkleber auf. Als nächstes nehme ich Betonfarbe. Trage die auf ein Schwämmchen auf. Und gestalte den Rand. Einmal rundherum. So, jetzt ist die Betonfarbe getrocknet. Jetzt muss ich die Löcher wieder freilegen. Ich nehme, damit es einfacher ist, nehme ich jetzt den Drillstanzer. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Gerät oder eine Prickelnadel nehmen, um die Löcher wieder freizusetzen. Aber habt ihr einen Drillstanzer, dann könnt ihr die mittlere Stärke nehmen. Das passt ganz genau, wie ihr seht. So, zum Durchziehen behelfe ich mir jetzt, indem ich einmal Draht durchziehe. Das ist ganz normaler Blumendraht. Alternativ kann man natürlich auch eine Durchziehnadel nehmen, wenn man eine hat, die dick genug für die Kordel ist. Jetzt mache ich da eine Schlaufe drum und ziehe mir das Band einmal durch. Hier mache ich erstmal einen Knoten rein. Und das mache ich jetzt durch alle Löcher. Die Enden bekommen jeweils einen Knoten. Lasst natürlich die Bänder lang genug, sodass da zwei Pakete dran passen. Wir haben also 12 Löcher, nehmen 12 Bänder für 24 Pakete. So, jetzt habe ich die Schnüre alle komplett dran. Die Länge könnt ihr natürlich variieren, aber man kann lieber ein Stück abschneiden, als wenn man hinterher die Schnüre zu kurz hat. Je nachdem, wie euer Platz an der Wand ist. Als nächstes bekommt der Hirsch noch einen Schal.
Der Schal ist da ein bisschen ausgefranst. Das heißt, ich nehme ein kleines bisschen Heißklebe von der, mit der Heißklebepistole und biege den einmal um an der Stelle. Das gleiche mache ich hier. Damit er nicht noch mehr ausfranst. So sieht der Schal schön ordentlich aus. Als nächstes nehme ich wieder Betonfarbe und grundiere mein Kästchen. Als nächstes nehme ich Stays On Stempelfarbe. Und stempel diese auf. Ich halte jetzt meine Finger innen drin in der Dose als Gegengewicht, weil die Pappe ja viel zu wabbelig ist. Und so klappt es auch. Daneben mache ich jetzt noch einen etwas größeren Stern. Auch wieder die Finger gegenhalten. Als nächstes nehme ich noch so eine selbstklebende Zahl. Das sind alles selbstklebende Adventszahlen aus Filz. Ich habe mich für weiß entschieden. So habe ich jetzt mein erstes Türchen fertig. Und jetzt gestalte ich noch die anderen. Jetzt nehme ich noch so ein großes Acrylherz. Das wird für die 24 sein. Das bemale ich jetzt von außen auch mit der Betonfarbe. So, das Herz und die großen Kisten sind fertig. Jetzt gestalte ich noch 5 kleine Schächtelchen. Die male ich auch alle mit Betonfarbe an. Als nächstes nehme ich ein 12 cm Dekoband. Das gleiche, das ich auch für den Hirsch genommen habe. Dann nehme ich einen Tropfen Heißkleber. Und klebe das einmal auf. Und hier kommt jetzt eine Zahl drauf. Das sind selbstklebende Filzzahlen für Kalender. Das ist dann die 22. Hier habe ich dann schon weitere Zahlen fertig gemacht. Die beiden habe ich so hochkant gemacht und die habe ich so. Die lege ich jetzt zur Seite. Die 5, die sind jetzt schon mal fertig. Und jetzt male ich die nächsten 5 Schächtelchen an. Für die nächsten 5 nehme ich dann den kleinen Sternstempel. Und stempel diesen auf. Jetzt nehme ich noch die Zahl und klebt die drauf. So, jetzt habe ich die nächsten 5 auch grundiert. Da mache ich jetzt dieses Band drum. Brauche ich jetzt 5 Stücke. Jetzt nehme ich meine Heißklebepistole und fixiere das Band. Das kann ich unterschiedlich machen, mal auf der einen Seite, mal in der Mitte. So, jetzt klebe ich nochmal ein paar Zahlen auf. Die 24 hebe ich nachher auf für das große Herz.
Das klebt ganz schön, dann müsst ihr langsam abziehen. So, jetzt habe ich hier noch zwei weitere Kästchen. Die gestalte ich mit Serviettentechnik, damit sie sich die Serviette unten auch nochmal widerspiegelt. Die Endstücke von den beiden Kistchen gestalte ich jetzt auch wieder mit Betonfarbe. Dann nehme ich mir so eine kleine Acrylkugel, Größe 6, mache ein bisschen Füllwatte rein. Und wenn man was verschenken will, kann man das dann drin verstecken in die Füllwatte. So habe ich mir das gedacht. Da klebe ich dann die 6 drauf für Nikolaus. Mittlerweile sind auch meine Serviettentechnik-Kästchen getrocknet. Hier seht ihr, hier habe ich jetzt mit Betonfarbe das noch ein bisschen verschönert. Und hier kommen dann auch noch meine Zahlen drauf. Jetzt nehme ich mir den Stempel mit Zauberhafte Weihnachten und nehme meine Stays-on Stempelfarbe und Stempel auf einen Rest Strohseide. Jetzt nehme ich mein Herz und klebe die Strohseide auf. Jetzt klebe ich die 24 noch auf. So, jetzt geht's ans Verteilen. Dann nehme ich einfach kreuz und quer ein paar von den Päckchen. Jetzt nehme ich meine Heißklebepistole. Und klebe meine Päckchen auf die Bänder. Die Reihenfolge ist dabei natürlich egal. Wir wollen das natürlich ein bisschen mischen. So, die Päckchen sind alle aufgeklebt. Jetzt platziere ich dem Hirsch noch ein Herz. So, für die 6 mache ich mir einen Anhänger aus Draht. Und den biege ich einmal hier um, so dass er natürlich leicht zu öffnen ist, dass man auch was reinmachen kann, da ich natürlich noch nichts drin habe. Fixieren tue ich den Draht auch mit ein bisschen Heißkleber, damit die Kugel nicht dauernd verrutscht. Hier oben habe ich es verklebt. Und hier unten seht ihr, da ist die Schlaufe, da kann man das jederzeit auswechseln. Damit es ein bisschen schöner aussieht, mache ich da jetzt nochmal dieses Band drum. Außerdem schneide ich das so ein bisschen schief ein. Das gleiche mache ich auch hier. Hier mache ich auch einen Draht drum. Und auch diesen befestige ich wieder an die Kordel. Schön drum wickeln. Auch wieder mit Heißkleber fixieren. Auch da kommt wieder ein Band rum. Ja, das ist jetzt mein Adventskalender 2017. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war eine Inspiration für euch. Die hier könnt ihr natürlich alle beliebig verdrehen. Und man kann sie natürlich immer wieder neu füllen. Deswegen habe ich das Bändchen immer hier oben hingemacht. Ja.
Ich sag bis zum nächsten Mal. Eure Tanja.